Ja, es gibt einfach in den nächsten Jahren 1,6 Billionen Euro zu vererben in den nächsten 5 bis 10 Jahren und oft auch eben kinderlos. Und die Frage ist, was geschieht mit dem Geld? Und Stiftungen sind da natürlich ein wunderbares Instrument, um einen guten Gedanken auch über den Tod hinaus zu fördern. Das ist ja das Spannende an Stiftungen, dass sie nicht, dass der Stifter einmal Geld einem Anliegen gibt. Und das also auf ewig weitergeführt werden kann. Das ist das Interessante in dem Modell. Es ist nur so, dass eben, es wird immer vom Stiftungsboom gesprochen. Das stimmt auch allein von der Zahl. In Deutschland gibt es jetzt etwas mehr als 17.000 Stiftungen. Aber es sind eben in der überwältigenden Mehrheit kleine Stiftungen, sehr kleine Stiftungen. Ein bisschen auch, weil Stiftungen zu gründen auch schick ist. Und manchmal stattet man diese Stiftung nur mit dem Nötigsten aus und sammelt dann Geld ein. Manchmal ist es auch einfacher, Geld für eine Stiftung einzusammeln, als für einen eingetragenen Verein. Also das ist oft auch eine Frage des Brandings und das steht hinter diesen vielen, vielen Stiftungsgründungen. Vom reinen Kapital und den Möglichkeiten her hat sich der Stiftungsbereich auch natürlich extrem progressiv entwickelt seit dem Zweiten Weltkrieg, aber natürlich etwas unterproportional gemessen an der Zahl der Stiftungen. Das sind eben diese vielen kleinen Stiftungen. Es wird darauf ankommen, große Stiftungen zu haben, die auch in der Lage sind, wirklich für Anliegen nennenswerte Geldsummen zur Verfügung zu stehen, um wirklich etwas voranzutreiben, zu verändern. Für dieses Anliegen sind die großen Stiftungen erheblich wichtiger noch als kleine Stiftungen, die natürlich auch durch Geld einsammeln, sich allmählich vergrößern können, auch ihr Anliegen breiter machen können. Aber allzu oft sind das dann doch sehr kleine Partikularinteressen. Und wenn man wirklich was bewegen will, da braucht man schon kritische Masse. In der Tat, es verändert sich. Es gibt verstärkt Privatleute auch und auch Unternehmen, die sich an Universitäten engagieren. Der Stifterverband selber bündelt ja eine ganze Fülle und eine enorme Finanzkraft von privaten Geldgebern. Das ist eine extrem gute Entwicklung, nicht weil sie zum Lückenbüßer des Staates wird, sondern weil der Staat einfach insgesamt auch mit flexiblen neuen Anforderungen überfordert sein wird, die alle abzudecken. Es wird wichtig sein, dass es ein Miteinander zwischen Staat und privatem Engagement im Bildungsbereich gibt. Die Ansätze sind deutlich spürbar und ich bin sicher, dass der Trend sich noch weiterentwickelt. Irgendwann werden private Hochschulen staatliche Mittel bekommen und staatliche Hochschulen bekommen auch schon private Mittel. Und das ist mit allen Fragezeichen, die man sonst auch an das amerikanische Universitätsmodell setzen kann, schon die amerikanische Entwicklung, wo sie gar nicht mehr unterscheiden können, ob sie es eigentlich mit einer privaten oder einer staatlichen Universität zu tun haben. Aber das geht gar nicht anders und es ist wichtig, dass Universitäten eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sind. Meine Erfahrung sowohl mit der Bucerius Law School in Hamburg als auch mit der Kühne Logistics University, die wir gerade gegründet haben, sind sehr positiv, was die Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg angeht. Das liegt aber natürlich daran, dass gerade Hamburg ein Pflaster ist, wo viel privates Engagement auch im Kulturbereich stattfindet und eine große Rolle spielt. Und da haben die Behörden wenig Berührungsängste. Das ist sehr erfreulich. Und es gibt einfach bestimmte Regeln, die das Hochschulrecht vorgibt, die man auch einhalten muss. Das ist auch gut so, weil dadurch auch eine bestimmte Qualität gewahrt wird, gerade wenn man in den wissenschaftlichen Bereich reingeht. Und was ich glaube, was wichtig ist, um auch in Zukunft eine Annäherung zu haben zwischen privaten und staatlichen Einrichtungen, ist, beide Seiten müssen noch ein bisschen mehr aufeinander hören. Also es ist wichtig, dass die privaten Initiativen begreifen, dass die staatlichen Behörden und der Wissenschaftsrat als gesellschaftliche Institution Standards setzt, die für einen Qualitätsstandard des Hochschulstandortes Deutschland insgesamt sorgen. Und andererseits ist es sehr gut, dass staatliche Universitäten stärker auf Unternehmen hören und auch auf private Initiativen, weil da wird ja der Bedarf auch definiert, den die staatlichen Einrichtungen auch erfüllen müssen und sollen. Das ist ihr Auftrag. Und die Wahrheit liegt dann immer irgendwo in der Mitte. Und das Miteinander ist nicht spannungsfrei, aber gerade in der Reibung entsteht ja was Gutes. Und meine Erfahrungen sind extrem positiv in dem Bereich.
Der Boom von privaten Hochschulen ist da, das stimmt. Das ist, hat zu tun damit, dass zum ersten Mal der Markt auch dafür geöffnet ist, dafür, dass auch private Initiativen sich da stärker auch als in den vor 20 Jahren zuvor bahnbrechen können. Eine Studie des Stifterverbandes hat unlängst gezeigt, dass der große Teil der privaten Hochschulen in einem Bereich ist, der, sagen wir mal, sonst gar nicht so hochschulaffin unbedingt ist. Also es geht viel um Berufsakademien, es geht um Hochschulen, die sehr stark auf bestimmte handwerkliche Fächer oder einzelne Fächer zugeschnitten sind. Und es gibt eigentlich nur einen ganz kleinen Prozentsatz von privaten Hochschulen, der die akademische und wissenschaftliche Standard versucht zu erreichen, den auch staatliche Universitäten haben. Das liegt daran, dass das teuer ist. Denn Wissenschaft ist teuer. Wissenschaft und Forschung bedeutet, dass man sich auch mal irren können muss und mal ein, zwei Jahre in einen Weg läuft und dann erkennt, es war gar nicht der richtige und das kostet Geld. Deswegen braucht man für eine private Hochschule, die auch wissenschaftlichen Anspruch hat, einen ganz anderen langen finanziellen Atem. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, vor 10 Jahren über Studiengebühren ein völliges No-Go. Und jetzt sind Studiengebühren, wenn auch mit viel Geruckel und Gezuckel und hier wieder zurückgenommen und da zugegeben und auch minimal, trotzdem, sie sind ja da. Warum sind Studiengebühren gut? Sie sind ja gut, weil sie auch den einzelnen Studierenden stärker ins Bewusstsein bringen, warum investiere ich in diesen Studiengang und nicht in diesen. Das heißt, ich überlege mir genauer, wo ich eigentlich hinein investiere. Das hilft mir selber, weil ich mir diesen Überlegungsprozess früher, wenn ich umsonst studieren konnte, auch da habe ich einfach mal was gemacht. Da blieb ich da irgendwie hängen und habe dann 2, 3, 4 Jahre studiert und habe dann womöglich gemerkt, das ist gar nicht das Richtige. Es hat mich aber nichts gekostet. Natürlich hat es mir Lebenszeit gekostet, was sehr viel wichtiger noch ist. Aber dieser Zwang, sich früher zu überlegen, Mensch, ist das eigentlich mein Weg? Der wird durch Studiengebühren ganz anders hervorgehoben. Deswegen ist das in vielerlei Hinsicht eine wichtige Sache. Das Deutschlandstipendium ist eine im Prinzip gute Initiative, weil sie versucht, eben Privates mit staatlichem Engagement zu verbinden. Ob die, sagen wir mal, die Wirkung, die gegenüber Studierenden und als echte Unterstützung damit erzielt wird, das wird die Zeit zeigen. Es gibt, wie ich finde, schon erprobtere Public-Private-Partnership-Modelle. Die sind aber nicht immer ganz einfach. Und das liegt genau an dieser, sagen wir, an der unterschiedlichen Sprache zwischen staatlichen und privaten Initiativen. Ein privater Unternehmer, der braucht einen schnellen Erfolg. Eine staatliche Universität, die Wissenschaft fördert, weiß, dass Wissenschaft Zeit braucht. Sie hat manche Ineffizienzen auch, da wird der Unternehmer ganz ungeduldig, ja, weil er Ineffizienzen in seinem Unternehmen sofort beseitigen muss. Und aus so einer Melange kann was Gutes entstehen in der Reibung, aber sie kann natürlich auch sehr, sagen wir, sich blockieren gegenseitig. Da gibt es leider auch eine ganze Reihe von Beispielen. Und es kommt sehr auf den Einzelfall an, ob das klappt. Aber nicht per se sind Public-Private Partnership die idealen Modelle. Die sind schön, wenn sie gut funktionieren, aber das ist nicht immer einfach zu erreichen. Also es gibt eine Nachfrage da und die Studierenden kommen auch. Und das flexibel, schnell mal eben sozusagen auf die Schiene zu setzen, das kann eine private Hochschule. Und das ist für eine staatliche Hochschule schwieriger. Ein anderes Beispiel ist nicht nur ein Fach, sondern auch die Betrachtungsweise, wie man Fächer sehen kann. Das ist ein wunderbar, wie das beispielsweise die Jacobs University in Bremen macht, die ja hingegangen ist und gezielt Natur- und Geisteswissenschaften immer zusammenbringt. Das heißt, dass viel wird von Interdisziplinarität gesprochen, aber wie bringt man das eigentlich wirklich zusammen in Studieninhalten? Da hat die Bremer Universität als eine der ersten maßgebliche Modelle gezimmert und jeder Naturwissenschaftler da bekommt eine geisteswissenschaftliche Grundbildung. Der kommt da gar nicht dran vorbei.
Und der lernt auf einmal Dinge auch anders betrachten. Und unsere Wirklichkeit ist eben nicht mehr so, weder in der Wirtschaft noch in der Gesellschaft, dass man alles immer nur aus einer Dimension sehen kann. Das ist zu wenig. Vor allen Dingen, wenn man führen muss, wenn man leiten muss. Und die meisten Hochschulabgänger werden Verantwortung tragen, im Kleinen und im Großen. Und sie brauchen diesen Blick über den Tellerrand. Und wenn Universitäten ihnen das in die Wiege legen können, ist das sehr viel wert.